Unsere Kräfte kommen aus den Ortsverbänden Simmern, Ludwigshafen, Bad Kreuznach, Bingen, Mainz und Alzey. Da führen wir diese Einheit zusammen, diese 40. Ja. Uns werden direkt zu unserem Bereitstellungsraum, das ist nämlich das erste Ziel, da werden die Kräfte nochmal zusammengefasst. Dort ist eine zentrale Stelle, wo wir die Kräfte aus Hessen-Rheinland-Pfalz, Saarland zusammenführen und weiterschicken. Und dann haben wir immerhin ja noch eine Strecke von rund 500 Kilometern vor uns, von Bad Hersfeld nach Magdeburg. Das heißt also, ich gehe von einer Fahrzeit von zwischen 6 und 7 Stunden mit LKWs im Verband mit Sicherheit aus. Das heißt also, die Kräfte werden in der Nacht in Magdeburg eintreffen und dort im Bereitstellungsraum zu ihren Einsatzstellen gebracht werden. Wie gesagt, Aufgabenstellung ist, im Prinzip ausnahmslos Gleichverteidigungsmaßnahmen durchzuführen. Alle Helfer, nicht nur die 7, auch die restlichen, sind alles ausnahmslos ehrenamtliche Kräfte, die dann für eine Woche von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. Für die das natürlich jetzt nicht ganz überraschend kam, dieser Einsatz. Das hat sich ja vor einigen Tagen schon angedeutet. Aber die Alarmierung jetzt und die Eile war jetzt trotzdem relativ schnell. Wir haben es trotzdem in der Kürze der Zeit geschafft, dann diese 40 Kräfte dann zu organisieren, die jetzt dann nach knapp 3 Stunden dann in den Einsatz fahren für eine Woche. 2 dieser Kräfte, die jetzt gleich losfahren, stehen hier, das ist der Alexander Stoffel und der Tobias Knapp. Und die stehen Ihnen jetzt auch gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn die Fahrzeuge eingesetzt werden, wissen Sie das? Das wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Wir haben jetzt erstmal an Fahrzeugen 7 Fahrzeuge zusammengezogen, die zum einen für den Helfertransport geeignet sind, aber wir haben auch, wir nennen das Mehrzweckkraftwagen, Fahrzeuge, die einfach eine Ladefläche haben, wo dann gegebenenfalls auch Material oder Sandsäcke mit transportiert werden können. Und ein Gerätekraftwagen 1 wird mitgeführt, das ist ein universelles Einsatzfahrzeug mit technischem Gerät. Das heißt, genau wissen Sie beide noch gar nicht, was Sie erwarten wird. Außer, dass wir Deiche verteidigen sollen. Genau. Aber wie genau wissen Sie es noch nicht? Nein. Okay. Das kann alles sein, von Sandsack füllen bis schleppen, bis verlegen. Genau. Okay. Sagen Sie ganz kurz einen Satz zu Ihrem Arbeitgeber. Ist er total zufrieden, dass Sie jetzt weg sind? Oder? Der muss das irgendwie schützen, unterstützen auch. Ja. Mit welchem Gesicht macht er das? Macht er das gerne? Oder? Ja, es war im Vorhinein alle angesprochen, also die Arbeitgeber sind vorinformiert. Ja. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die aktuelle Situation an in der Firma, ja. Aber es wird vom Arbeitgeber schon unterstützt. Mhm. Das kann ich auch. So, eine großzügige Leistung von dem Kündigen. Das ist das überwiegende junge Truppe. Überwiegend junge Truppe. Ja. Fast ausnahmslos, wirklich so junge Leute im Alter. Und Sie sind, wie Herr Henning gerade sagte, alles aus der Bergungstruppe. Das heißt, Bergungsgruppe, was ist da Ihre Qualifikation? Sie sind also keine Brückenbauer, das ist mir klar, das sind die anderen. Aber was machen denn Bergungsleute typischerweise? Was bergen sie? Wen bergen sie? Wie bergen sie? Ja, das erste Ziel ist natürlich klar die Menschen- und Personenhilfe. Mhm. Als zweites dann auch Tiere und Sachwerte. Mhm. Und dann als drittes eigentlich auch der Umweltschutz selbst. Ja, ja. Und Ihre Mittel dabei sind alle, die Ihnen zur Verfügung stehen, die Hand angefangen, bis hin zu einem technischen Gerät, das Sie auch bedienen können. Genau, ja. Genau. Die Werksgruppe ist die universellste Gruppe, das technische Hilfswerk und in der Regel auch immer die erste Einsatzgruppe. Ah ja,